So, und damit hallo und herzlich willkommen. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So. Es ist wie jede Woche, ich suche meinen Knopf. Ich suche den Knopf. Den einzig wahren Knopf, den knöpfigen Knopf, den Knopf. Hi, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's, wie steht's, wie hart's, wie schaut's? Ich hoffe gut. Ihr wisst, es ist wieder... Es ist wieder Mittwoch, wir basteln wieder ein bisschen am Zoo und so. Viele haben sich schon drauf gefreut, unter anderem ich, auf ein ganz entspanntes Basteln und Spielspaß und Spannung. Und ja, ich freue mich. Ich bin bereit. Ich habe das Spiel schon mal nebenbei gestartet. Ich hau auch gleich mal einen Zoo rein, dass der einmal durchlädt. Der Ladebildschirm dauert ja immer ein bisschen, ne? Wir machen heute gar nicht lang rumgeschnacke, wir gehen gleich rein, so volle Kanne und so. Und ja, ja, es ist Mittwoch um 18.10 Uhr, ich habe ein paar Minuten Verzögerung, denn, wie immer, brauchte ich ein Tässchen hiervon. Guter alter Kaffee. Ich glaube, das Zeug ist mittlerweile das Einzige, was mich so halbwegs am Leben erhält. Und ich sehe gerade, der Greenscreen geht schon aus, weil ich habe gerade den grünen Ladebildschirm. Ist das nicht toll? Ist das nicht prima? So. Ah, prima ist es allemal. Denke ich, glaube ich. Oder so ähnlich. Dum, 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 dum. Was mache ich da, was tue ich da, was ist bei dieser Sachlage? Sekunde, ich hab's. Ich ziehe schon mal den Greenscreen hoch. Und wir wechseln auch gleich rüber ins Game.
so ganz adäquat geschmeidig. Ich mache nur noch schnell die Lichteinstellungen. No, wir machen gleich mal so ein bisschen, stimmungsvolles Licht. Ich bin wieder überbelichtet. Ich will das irgendwann mal fixen. So. Ich leuchte zwar immer noch wie eine Christbaumkugel, aber das wird. Jetzt bin ich wieder auf dem Desktop gelandet. Wir wollen dahin. So, wir machen hier mal ganz kurz Pause. Wir gucken rein und wir sehen, wir haben ein wenig an dem Futterbereich gearbeitet. Viele werden sich jetzt denken, na, das wundert mich jetzt aber auch überhaupt nicht, dass der Typ hier übers Futtern redet. Ich habe vorhin so auf Arbeit überlegt, während ich gearbeitet habe, ob es nicht echt cool wäre, wenn wir hier dann doch eventuell noch so eine kleine Anlage bauen. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, weil dann stapeln sich hier wieder die Besucher und wollen unbedingt reingucken. Man kennt es. Ne? Die sind halt Fans von uns. Deswegen bin ich da noch etwas verhalten, ob das wirklich arg Sinn macht oder ob wir es einfach so belassen und hier einen kleinen Sichtschutz reinzaubern, dass wir so die Ecke so für uns haben. Ja. Sag ich jetzt mal einfach so. Dann wollten wir hier natürlich noch ein bisschen ausgestalten, dass wir die Wände noch mal ein bisschen dekorieren, vielleicht das ein oder andere Schild anbringen, Stützpfeiler, einfach zur schöneren Dekoration. Eventuell Blitzableiter, Klimaanlage oben aufs Dach, dass das Ganze nicht so minimalistisch plastisch wirkt. Von daher, ja. Ebenfalls wollten wir uns eventuell hier noch so eine kleine Souvenir-Ecke, so einen kleinen Souvenirstand anschaffen und eine Toilette. Denn Toiletten sind wichtig. Wichtig und richtig. Natürlich haben wir erst hier drüben bei den Stachelschweinen eine Toilette gebaut. Aber man kennt es. Du isst deine Fritteusen-Pommes da mit ordentlich Pommesgewürz drauf. Dann holst du dir, was weiß ich, noch eine Cola dazu und ratzdi-fatzdi musst du zum Klo. So ist der Lauf der Dinge, Freunde. Da kannst du nichts machen. Gestalten wir das Ganze noch ein bisschen hübsch aus mit ein paar Zypressen, was weiß ich, Stein- und Holzoptik im Hintergrund als Trennmauer. Und dann kann man hier auch bestimmt total gut essen. Ich weiß nicht, ob Spielplatz jetzt hier auf der linken Seite irgendwie Sinn macht oder ob wir es wirklich als reine Futterecke belassen. Auch da würde ich jetzt einfach mal behaupten, lassen wir das auf uns zukommen, ne? Ansonsten haben wir beim letzten Mal die Pinselohrschweine fertig gemacht. Die haben wir so richtig fertig gemacht, die sind nicht mehr aufgestanden. Die haben hier ein kleines, nettes Zuhause bekommen. In einer etwas kleineren Variante. Da können wir jetzt die Tage vielleicht hier nochmal ein paar Steinchen nachsetzen. So in der Variation. Beziehungsweise die Touren einfach mal planen, dass wir hier auch ein bisschen Gästeinformation kriegen. Auch die Stachelschweine sind eingezogen. Die hatten richtig Bock. 4 Stück. Und wir haben den Innenbereich ein bisschen ausgekleidet. Hier sehen wir schon ein kleines Stachelschweinchen schlafen. In der kleinen Hütte. Und hier das Haus für die Pinselohrschweine ist jetzt nichts Wildes. Machen wir uns nichts vor, es ist ganz unspektakulär, klein und fein. Aber ich denke, das geht alles so langsam in die richtige Richtung. Klassische Zoobereiche mit Futterecken und Tierausstellungen. Und zwischendrin leicht parkliche Gestaltung. Hier am Rand würde ich mir gerne einen nicht ganz so hohen Zaun wünschen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Bepflanzung, bisschen was an Grünzeug, bisschen was Buntes. Ist ja die Sache, vor der ich mich immer so ein bisschen drücke. Ne? Die Automaten können dann weg. Die sparen wir uns natürlich auch die Wartungskosten. Oh, sie ist aber fresh hier.
Das ist eine ganz frische. Es war ganz wichtig, kurze Hose und dann Handschuhe tragen. Das ist auch von mir ein Geheimtipp, den wir mal so im Hinterkopf behalten sollten. Genau. Sekunde. Nur mal ganz kurz. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich jetzt. Wollen wir entschuldigen, meine Nase ist heute ein bisschen zu. Der Pollenflug momentan für Raps und so ist ganz brutal. Mir juckt stets und ständig die Nase. Und die ist auch ziemlich zu. Wir haben Gästebildungswert, müssen wir unbedingt noch was machen. Also wenn ich mir das hier so angucke, die allgemeine Zufriedenheit ist mehr so im Nähebereich. Ich meine, hey, unser Zoo ist für seine wirklich sehr guten Toiletten bekannt. Das finde ich auch schon mal gut. Ich hoffe, dass mit dieser kleinen Futterecke jetzt noch Durst, Hunger und Energie so einigermaßen, dass wir diese Probleme da ein bisschen mit ausbalancieren. Dann wollten wir noch mal ein kleines Restaurant hinten am Reptilienhaus bauen, hier so. Und ich hoffe, dass auch das uns dann so den letzten Feinschliff an Nuancen bringt, die das Ganze hier auf ein anderes Level heben. Genau, das ist dann, denke ich mal, für heute der Plan. Ich würde einfach mal mit reinstarten und hier die Einrichtung bauen. Damit ich nämlich dann auch noch die Wege so ein bisschen anpassen kann, wie wir es brauchen, wie es uns gerade zugute kommt. So, würde ich einmal hier ransetzen. So, jetzt nehmen wir uns Just a Momento. Jetzt sage ich hier, ich möchte das Ganze einmal abtrennen. Dann leicht in sich bewegen. Dann möchte ich das gerne, ja, guck mal, hier so haben. So, dann möchte ich nochmal in diese Bauabteilung. Dann setzen wir uns Herz Fantastic gleich daneben. Ich sage auch hier wieder abtrennen. Und ich sage hier mit dem Gizmo-Tool, dass ich das auch hier gerne ein bisschen dran hätte. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass der Weg hier keine Faxen macht. Aber der Weg macht uns Faxen. Finde ich irgendwie nicht so gut. Warum macht denn der das? Weil da die Ecke ist. Ich habe sowas bereits erwartet. Das ist natürlich problematisch. Aber ich meine, nicht so theatralisch. Und da wir sowieso noch einmal die Toiletten haben, Wir könnten... ganz blödsinnig gesagt, könnten wir theoretisch das Ganze auch ein Stück nach hinten nehmen. Dann müssen wir halt nur bei dem Löwengehege an sich gucken, dass wir da nicht nachher in großartige Platzprobleme geraten. Das wird natürlich wieder ein bisschen schwierig. So. Und jetzt dürften wir den Heads Fantastic daneben kriegen. Abtrennen. Den hier eindrehen. Und dann schmuggeln wir den hier so ein bisschen mit dran. So. Und was wir jetzt noch machen werden, das ist jetzt ein bisschen gemogelt, ich gebe es gerne zu.
Man möge mich zum Mond jagen, wenn es wirklich ganz theatralisch böse aussieht. Wir setzen den einfach jetzt hier hinten dran. Das hat den Hintergrund, ich kann jetzt mit meiner Kalkwand, wenn wir uns das mal anschauen, hier einen einigermaßen brauchbaren Gebäudeabschluss bauen. Nehmen uns hier den Ausschnitt für das Gebäude, gehen dann auf das nächste Gebäude weiter. Das hilft uns einfach mit der Ausrichtung ein bisschen. Na, ich wollte da rein. Bau. Kalkwand und da dran. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht den vorderen Gebäudeteil genau, den hier, im Gesamten ein Stückchen so bewegen, dass das hier zusammen abschließt. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, dass wir, ich habe noch keine Ahnung wie, aber die Gebäude hier irgendwie angrenzen lassen müssen, dürfen können. Und wir wissen alle, wie super freundlich das Wegetool hier ist. Das ist jetzt wieder ein bisschen Friemelarbeit. Aber hey, wir lieben Friemelarbeit. Friemelarbeit ist toll. Die macht richtig Spaß. Und jetzt geht's los mit der wirklich undankbaren Untergrundarbeit. Oder ich mache alles nochmal zurück, das wäre auch eine Möglichkeit. So. In diesem Fall habe ich immer noch die Option, dass ich mir den hier bewege. So. Ist jetzt nicht bildschön. Aber machbar. So. Genau. Jetzt schön mitspielen. Braves kleines Gebäude. Braves kleines Gebäude. So. Jetzt machen wir hier mit L einmal das Licht an, um zu gucken. So, so ist okay. Und wir haben halt immer noch diesen Weg, da können die Besucher ran. Wir haben die Toilette mit hinten verbaut. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne hier auch wieder so Zypressen setzen. Um so ein bisschen so dieses Classic beizubehalten. So. Wir wollen das so ganz Classic. So richtig klassisch Classic. So Classic wollen wir das. Dann setzen wir hier noch ein paar süße Bäume. Was sind süße Bäume? Süße Bäume sind die Bäume, die nicht so groß sind. Die eine leichte Gestaltungsmöglichkeit haben. So, jetzt setzen wir hier nochmal diese Abschlusswand. Und setzen uns das einmal nach hier. Und dann können wir nachher hier mit ganz handelsüblichen Mitteln, oder wie es bei Art Attack heißen würde, mit etwas Zeitung und weißem Bastelkleber, können wir dann hier so ein bisschen die Lücke schließen, machen dann ein hübsches Dach drauf und im Großen und Ganzen haben wir es dann schon. Jetzt nehme ich mir hier die Bodenplatten noch einmal. Gucke, dass ich das hier so ein bisschen ausklammere. Dabei ist nicht wichtig, dass wir direkt auf dem Weg bleiben. So ein bisschen auf dem Weg wäre schön. Aber das werden wir nicht zu 100% hinkriegen. So. Und jetzt können wir hier den hier machen. Genau, abhängig davon, was jetzt hier an den Rand noch kommt als kleine Hintergrundbedeckung,
können wir hier an der Seite auch nochmal ein bisschen bepflanzen. Am besten noch so ein Insektenhotel, dass dir beim Essen ständig die Wespen und Bienen am Essen rumgrabbeln. So richtig undankbar. Wenn wir schon mal in der Ecke sind, dann könnten wir wirklich einfach mal... Die haben schon einen Arbeitsbereich, die sind dafür zuständig. Ja, du hast nichts. Das ist echt traurig. Dann würde ich den tatsächlich mal nach Kleinafrika schicken. Die hat auch. Sehr, sehr cool. Na, dann wird's doch langsam. Die Ecke nimmt hier Formen an. Und wie wir wissen, ich mag Formen. Alle Formen. Unschöne Formen, schöne Formen, besonders unschöne Formen. So. Und als wunderbarer Kleingärtner brauchen wir Rasenkantensteine. So. An der Stelle muss ich mich mal ganz kurz outen. Ich habe jahrelang gedacht, und ich meine wirklich viele, viele Jahre, bis ins Erwachsenenalter rein, dass es Strebergarten heißt. Weil die dann immer so streberhaft ihren Garten machen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe das gedacht, als ich klein war. Aber nein, es hat sich tatsächlich bis ins hohe Alter hineingezogen. Und manchmal sage ich heute noch Strebergarten. Weil ich unter Schrebergarten an sich nichts mit anfangen konnte, weil was hat das zu beheißen? Was steckt dahinter? Es ist obskur. So. Wir ziehen das erstmal bis... Hier, Dude, geh mal bitte aus dem Weg, du nervst mich gerade ein bisschen. So. Dann können wir hier hinten natürlich noch ein bisschen auskleiden, dass wir diese Felswände nicht mehr so richtig sehen. Dann machen wir hier hinten noch den Background schön. Weil nur ein schöner Background ist ein guter Background. So, wir gehen in das Bauobjekt wieder rein. Nehmen uns den hier. Und dann schließen wir hier ganz einfach ab. Wir könnten auch natürlich die offenen Stände nehmen. Das wäre gar kein Thema. Aber wisst ihr, ich bin jetzt auch so langsam in einem Alter, wo ich sage, komm, nur das Minimum. Was soll ich mir denn mehr Stress machen als nötig? Klingt so, als wäre ich 140, aber so ist es, Freunde, so ist es. Da macht man sich nicht mehr Stress als nötig. So. Da wir hier noch weiter bauen, das heißt, das Gebäude sich quasi in die Richtung weiter bewegt, könnten wir hier auch eine ungebäudedefinierte Wand setzen. Was ist eine ungebäudedefinierte Wand? Ich bin ehrlich, ich habe mir den Begriff gerade ausgedacht. Aber ich finde ihn cool. Den sollten wir öfter benutzen. Ich setze mit Winkelausrichtung mein Objekt hier an die Wand. Er sagte mit Winkelausrichtung, also machte er auch mit Winkelausrichtung. Was der Onkel erzählt, wird gemacht. So. Dann setze ich mir das nach hier unten. Ja, meinetwegen hier noch ein bisschen rein. Dann guckt das nicht so drüber. Hat ja auch schon mal ein bisschen was. Und sage, dass dann quasi meine Wand theoretisch damit abschließt, wenn der Balken nicht schiefer sitzen würde als der Rest der Wand. Ach, weste. Ich habe gesagt, was der Onkel sagt, ist hier Setz. Können wir uns daran nicht einmal halten? Ich hätte jetzt gerade einen richtig coolen Auftritt haben können. Irgendwas stimmt hier doch nicht mit der Ausrichtung. Das machen wir jetzt, aber wir setzen die Wand so, dass sie vielleicht in die andere Wand mit reinrutscht. Das ist aber vollkommen okay, da machen wir gar kein Drama draus. Wichtig ist, dass sie mit der oberen Kante abschließt. Ist einfach schöner fürs Auge. Aber da brauche ich euch nicht zu erzählen. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schein als Sein, aber
Ist ja. Das ist okay. Es gibt Momente, da ist Aussehen mehr als Talent. Und wenn du kein Talent hast, dann musst du halt mit Aussehen punkten. Ja, ich habe jetzt in meinem Fall keine krassen Bau-Special-Moves. Von daher brauche ich einfach Fake-Aussehen. Moment, die Wand hört da auf, das ist doof. Dann nehmen wir uns die hier, die kann ich nämlich wesentlich freier setzen als die andere Wand. Die ist nämlich an ein Raster gebunden und Raster bauen ist echt doof. Na komm. Ach, das ist wieder nicht gerade. Ich krieg die Krise. Mein innerer Monk kriegt schon wieder Tobsuchtsanfälle. So, jetzt die Maus so sachte bewegen, wie man es nur kann. Wie man es vom menschlichen Nervensystem nur abverlangen kann. Jetzt ist das wieder schief. Ich krieg die Krise. Ansonsten geht's mir gut. Ich danke der Nachfrage. Also irgendwas ist hier schief. Entweder ist meine Wand schief oder das Dach ist schief. Beides kann ja nicht sein. Circumlasser Arthur Doyle hat mal gesagt, nach Ausschluss aller Möglichkeiten ist das Unmögliche möglich. Oder zumindest wahr. So oder so ähnlich hat er es mal gesagt. In meinem Fall, entweder ist die Wand schief oder das Dach. Oder ich habe gerade den Beweis für die Erdkrümmung gebracht. Weiß ich noch nicht so, wie ich das finde. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin dezent unzufrieden. Aber ich meine, ich habe doch alle Dächer abgedeckt. Spiel. Was erwartest du von mir? Hexerei? Okay, während ich darüber grübel, wo mein Fehler liegt, machen wir einfach mal das Dach weiter. Wir prokrastinieren einfach wie Weltmeister. Wir tun einfach so, als hätten wir keine Probleme. Was ich ja schon so teilweise echt talentiert finde von mir. Du kannst dich nicht um Probleme sorgen, die du einfach nicht wahrhaben willst. Ja? Ich bin manchmal so weise, ne? Dass ich kein Mönch im Himalaya bin, ist schon bemerkenswert. So ein Weisheiten-Battle mit dem Dalai Lama. Warum nicht? So, meine Wand schließt hier ab. Ich müsste doch eigentlich ein ziemlich gerades Ende gebacken kriegen, oder? Also warum kriege ich es nicht? Was hat das Gizmo denn für ein Problem mit mir? Und übrigens, ein Tool Gizmo zu nennen, finde ich eine fragwürdige Entscheidung. Auch hier muss man sich fragen, wer hat denn da die Entscheidung getroffen, das Tool Gizmo zu nennen? Dann hätten wir es genauso gut Frank nennen können. Ich finde, wir sollten es auch einfach mal Frank nennen. Einfach aus Protest. Ach, jetzt habe ich einen. Gut. Ich präsentiere die menschgewordene Unfähigkeit. Ich bin heute richtig gut drauf, merkt ihr, ne?
Ich tue und mache und irgendwie haut nichts so richtig hin. Ich würde mal so sagen, juhu! Jetzt haben wir da noch ein paar Schilder an die Wand. Das ist im Zweifel für den Angeklagten ist das immer eine geile Idee. Welchen Dude hatten wir hier? Wir hatten den Hotdog-Type. Der hatte bestimmt irgendwo ein absolut nicht fragwürdig aussehendes Schild. Dann machen wir mal die Oberfläche aus. An Oberfläche ausrichten. Okay, machen wir dann so. Und so. Es ist das gleiche Schild wieder drunter, das finde ich natürlich ein bisschen doof. Ich mag ja so riesige Beschilderungen eigentlich nicht, die einen immer so komplett erschlagen. Ja komm, Hotdog Squad. Und dann stellen wir hier noch so einen kleinen Pappaufsteller hin, dass die Besucher wissen, Freunde, hier gibt's Hotdogs. Am besten so, immer in Laufrichtung, damit die Leute wissen, ah, guck mal hier, da ist der Hotdog-Dude. Das ist wichtig. Oder ob's, na, das Schild ist vielleicht ein bisschen groß. Pass auf, wir nehmen das. Das sieht nämlich wesentlich hotdogiger aus. So. Hotdogs an die Macht. Das ist der Pommes-Dude. Der Pommes-Dude. Nein, das ist der Mexikaner. Das ist wieder ein echt extrem großes Schild. Das ist schon wieder so ein großes Schild. Gibt es denn hier kein kleines Schild für Pommes? Nee, das ist so nichtssagend. Warum denn immer so extrem riesige Schilder, Planet Zoo? Frontier, was... Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Pommesstand finden werden. Könnte eng werden. Das ist schon wieder so viel Beschilderung, dass du den Laden nicht siehst. Ich kann doch aber nicht 5 Meter drüber Platz lassen, nur um eine Riesenbeschilderung durchzuführen. Okay, pass auf, wir machen den hier ein bisschen ran. Und das ist genauso groß wie das Schild, dann lassen wir das so. Ich würde einfach hier noch mehr Schilder aufstellen. Einfach mal so ein gesundes Konkurrenzverfahren ins Leben rufen. Da geht es um... Was bist du? Ich kann es nicht genau lesen. Ich glaube, es war irgendwas mit Saft. Ja, guck mal, das kommt doch sehr nah dran. Das hier. Das ist ein vernünftiges Schild. Das ist eine vernünftige Schildgröße. Die ist nicht zu überdimensioniert. Die sagt aus, was drin ist. Damit kann ich leben. Stan, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Mir ist das Set der X303 aus dem Fenster gefallen und hat einen Grizzlybären erschlagen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn der Jäger das sieht, glaubt er, dass ich wildern gegangen bin. Wo soll ich den toten Bären verstecken? Stell das Set drauf. Das ist okay. Kauf dir mehr Blue Bricks Teile und dann baust du einfach um den Bären drumrum.
Und dann erledigt sich der Rest doch quasi von selbst. Es ist halt auch einfach ein riesen Klopper-Set, ne? Ich hätte meins hier in der Ecke stehen und ich habe ein bisschen Angst davor. Aber ich habe auch gehört vom Hörensagen. Moment, nein, das ist der hier, das ist der Smoothie-Typ. Und du bist dann wer anders. Stimmt, ich kann die Ballisten hinterher schmeißen. Sagst du, es waren Außerirdische? Ein UFO, ein unidentifiziertes Flugobjekt hat es getroffen. Ich meine, danach wirst du vielleicht für ein, zwei Tage irgendwo verschwinden in der Klapse, aber das Problem ist dann gelöst. Das dürfte der Smoothie-Laden sein. Nee, das ist ja der Smoothie-Laden. Dann ist das der Slushy-Laden. Klar, macht ja alles Sinn. Das ist Pipshot Water, das ist Pizza Pen. Ach, ist das Leben nicht schön. Grübel, grübel, grübel. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde grübeln. Bernie's Bakes. Energy. Milchshake. Slush. Ich mag diese unauffälligen Schilder. Ich fühle mich auch absolut nicht beeinflusst in meiner Getränkewahl. Slush. Oh nee, das sieht so. Das sieht extrem aufdringlich aus. Also ich finde das ja hier schon schlimm. Ich will ganz ehrlich sein, finde ich schrecklich. Aber ja, das Set ist echt schwer. Wenn da noch so 5 Modelle rauskommen, brauche ich eine andere Regalformat. Ich finde es ja cool. Schon als kleiner Stan habe ich mir damals gedacht. Pass auf. Prometheus, als Kind wollte ich die immer aus meinen eigenen kleinen Lego-Steinchen bauen, die ich damals so hatte. Die waren aber bunt, weil klein Stan konnte sich keine einfarbigen Steinchen leisten. Deswegen hat es mich tatsächlich gefreut, als ich gesehen habe, dass das Schiffsmodell raus ist. Hat mich wirklich ein bisschen geflasht. Und so ein Stück weit Kindheitstraum ist da auch voll in Erfüllung gegangen. Ich suche gerade ein Infoschild, ne? Das ist ja schon wieder so riesig. Ich hätte gerne mal ein Schild, was nicht riesig ist. Was aussagt, Achtung, ich bin ein Informationsstand. Dass man vielleicht mal ausnahmsweise nicht vom Weltall aussieht. Weißt du, was wir dann machen? Wir machen das hier einfach so. So. Und wir machen ein Kombinationsding daraus. Das wird ein Hotdog- und Pommesstand. Die gehören einfach zusammen. Warum soll ich denn Konkurrenzdenken fördern, wenn ich auch einfach ein großes Food-Konsortium draus machen kann? Mensch, da ist das Wirtschaftsgenie in mir wieder durchgekommen. Und wer Planet Zoo hat sich denn bitte gedacht, komm, ich brauche unbedingt 4 verschiedene Designs für Schilder. Und warum so riesig? Dann müssen wir mal irgendwas machen. Irgendwas krasses Designen, Design-Tool.
Ich bin fassungslos. Wir nehmen nochmal den Baum hier, setzen den einfach nochmal nach da. Wir wollen so viel Baumigkeit wie nur geht. Den Baum da, den holen wir aus dem Gebäude raus. Das ist einfach mal ein Satz neben vier Wänden. Versteht ihr? Ich habe einen Wortwitz gemacht. Es war zwar ein mäßig guter Wortwitz, aber es war ein Wortwitz. Allein das zählt. Jetzt nehmen wir uns die Bäume hier, setzen die hinten einfach nochmal als Gebüsche, indem wir sie ziemlich in den Boden reinsetzen, um einfach den Blick nach hinten zu verschleiern. Wir wollen einfach ein dichtes Gebüsch. Und davor setzen wir dann wieder so Kleinkrams, ne? Hier so ein bisschen Bambus. So. Einfach etwas in unterschiedlichen Grüntönen. Das ist immer eine gute Idee. Unterschiedliche Grüntöne sind fantastisch. Und dann machen wir einfach weiter mit einer leichten Grasschicht. Ich sehe die Graswitze schon alle kommen. Ab 1. April ist ja anderes Gras zugelassen. Hihihihihi. Ja. Kinder, das wird schon wieder. Das kriegen wir alles wieder hin. Ich glaube, ich habe die Witze in der letzten Woche auch nur gefühlte 5000 Mal gehört auf Arbeit. Das hat Gott sei Dank keine Dad-Joke-Ausmaße angenommen. Blöderweise war ich auch noch letzte Woche im Baumarkt und habe Balkonpflanzen gekauft. Ich habe das auf Arbeit erzählt und ich glaube, die Graswitze haben sich überschlagen. Manchmal ist schon traurig. Also, das ist eine Situation, wenn dir jemand nach einem Witz leid tut, weil der Witz einfach so bedacht voraussehbar war, dann ist es einfach nur so ein leichtes Mitgefühl, was mitschwingt. Ich meine, die ersten drei Witze waren. Ich war drauf gefasst und war auch ganz lustig. Aber irgendwann, so nach dem 10., denkst du dir auch, ja, ist jetzt gut. Können wir es bitte wieder illegalisieren? Verschiedene Farben mit rein. Also, ich musste gerade mal ganz kurz überlegen, was du gerade wolltest. Aber ja, doch, unter anderem. Unter anderem. So. Dan ist gerade im Denkprozess. Sieht angestrengt, schmerzhaft aus. Oh, fühlt sich auch ganz oft so an. Hier, wir nehmen schönes Orange-Blau. Blau-Orange-Farbe mit rein. Ein großes Problem ist, ich muss das jetzt so konsequent durchziehen mit den Farben. Weil wenn ich jetzt hier so dicht bewachse. Oder dicht bepflanze. Ich glaube, das trifft es eher. Und dann drüben so offen lasse, das sieht bescheuert aus. Das kannst du nicht machen. Da muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen, was ich tue. So. Nehmen wir uns hier die hier nochmal.
Nichts ist besser als Jensenblümchen. Ach nee, es ist eine Margerite. Natürlich. Hätte ich erahnen können? Was ist da mit mir los? Meine Pflanzenkunde ist da eher so... So non-existent. Das Einsparen der Automaten durch die Futterbuden hat jetzt auch so ein bisschen den Background, dass wir uns die Wartung einfach sparen. Einfach mal die Wartungskosten gespart. Gibt auch so Tage, da könnte ich irgendwo in der Verwaltung anfangen. Schönen guten Tag, Stadtverwaltung Stan. Mit uns fahren Sie sparsam. Wäre auch ein schöner Slogan für ein Busunternehmen. So. Ach ja, ich darf das Lächeln nicht vergessen, habe ich mir wieder sagen lassen. Einige meinten neulich, ich lächel zu wenig. Ich glaube, ich habe hier einfach zu wenig Pflanzen in der Ecke. Da muss noch 9 Tonnen Grünzeug hin. Und ich glaube, ich habe gerade diesen Moment überschritten, wo es eigentlich schon wieder zu viel ist, ne? In der Höhe variieren, dann fällt gar nicht auf, dass ich eigentlich total geschummelt habe. Außer natürlich, ich sage es einmal laut, dann habe ich es wieder verkackt. Selbst so doof zum Schummeln, ne? Ist traurig. So, der kommt dahin. Wir könnten jetzt noch Efeu hinten dran setzen. Wir müssen mal gucken, dass wir uns hier innen drin nicht überladen, weil hier würde ich gerne ein offen, leicht und flockiges Ambiente gestalten. Und wir drücken einfach mal kurz auf Play und gucken, dass wir hier eine hübsche Ansammlung an Besuchern anlocken können. Denn Besucher bringen Geld. Und ich mag Geld. Ich meine, ich würde mich auch über ein paar Mitarbeiter freuen, die hier mal irgendwas zustande bringen. Da kommt der nächste Kollege. Jawohl. Es sollte eigentlich nicht mehr lange dauern. Warum arbeiten wir hier nicht? Was? Kein Verkäufer? Aber ich hatte doch Verkäufer. Jetzt bin ich traurig. Warum habe ich jetzt keine Verkäufer mehr? Ich meine, die gibt es beim Kauf gratis dazu. Es ist echt schwer, gute Angestellte zu finden, ne? Aber weißt du, ich hätte einfach für jeden noch eine Schulung und eine Fortbildung im Petto gehabt. Und eine Gehaltserhöhung. Aber ich meine, mit dem Arbeitsengagement wird das hier nichts. Mein linker Kopfhörer hat sich gerade verabschiedet. Ich hau ihn mal in die Ladestation. Der muss mal ein bisschen laden tun. Was jetzt echt eklig ist, weil jetzt höre ich mich wieder selber. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Haus drin. Und noch einen ganz angenehmen Abend wünsche ich dir. So, der nächste Part wäre ein größeres Pensum an Mitarbeitern einzustellen, um diese Ausfallzeiten zu kompensieren und diese dem Arbeitsbereich zuzuordnen, um eine schnelle Mitarbeiterbereitstellung zu gewährleisten.
Das Ding ist, dann habe ich wieder Lohnleerlaufkosten, wenn die wieder Pause machen. Das ist natürlich eine schwierige Gesamtsituation. Sie da hinten, Sie erkenne ich doch auf 50 Meter Entfernung. Wer sind Sie? Was machen Sie? Sie haben keinen Arbeitsbereich, dann gehören Sie jetzt zu Kleinafrika. Natürlich müssen wir jetzt auch noch die Läden zu diesem Arbeitsbereich hinzufügen. Aber das kriegen wir ganz leicht hin. Du? 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 Ach Quatsch. Arbeitsbereich. Du? Du? Und du? Und du. Die gehen jetzt mit zu diesem Bereich hier hinten. Und das sollte es uns doch einfacher machen, sage ich mal. So, die Gnädigste ist da auch, glaube ich, gerade irgendwo zugeteilt gewesen. Rima, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen ganz angenehmen Wochenstart. Ganz gut, das klingt doch erstmal optimistisch. Optimistisch gut. Und da kommt der nächste Mitarbeiter. Der sieht nicht so ganz motiviert aus, der Kollege. Das finde ich bedenklich. Sein Optimismus ist aber auch eher so gedämpft und ich würde dem einfach mal eine Gehaltserhöhung zugutekommen lassen. Im Prinzip sollten wir allgemein alle mal an ein gemeinsames Lohnkonzept anpassen. Einfach damit die Stimmung ein bisschen steigt. Beziehungsweise, dass wir die Weiterbildungen fortführen. Dass die einfach ein bisschen, naja, Fachkompetenz aufweisen können. Oh. Interessanterweise rennen alle zum Klo. Aber unsere Klobilanz ist doch eigentlich ganz gut. Oh nein, unsere Klobilanz ist gesunken. Warum? Hier würde ich gerne nochmal zwei Mülleimer aufstellen. Weil Gäste machen gerne Müll, ne? Und das ist ja doof. Da noch einen Mülleimer hin. Okay, wir machen zumindest minimalistisch Umsatz, locken die Besucher aber auch in die Ecke hier. Das ist okay. Ja, aber es ist jetzt hier noch die Ecke, noch nicht der Wucht. Die Wucht. Der Wucht. Ich denke, wenn die Löwen hier hinten einziehen, gleich hinter dem geplanten Affenhaus, ne, was wir hier so angefangen haben zu designen, wird das schon ganz mega ultra hyperspektakulär. Gar pompös, möchte ich sagen. Einrichtung hat stark negative Effekte auf Gäste. Wer denn? Wo denn? Warum denn? Wer wird denn hier negativ beeinflusst? Okay, hier scheinen wir arg Probleme zu haben mit Protestlern. Da mache ich kurz einen Prozess. Da kenne ich kein Pardon. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach dem Tierwohl. Sollte ja allgemein oberste Priorität haben. Auch bei virtuellen Tieren. Ähm.
gucken wir uns den Kollegen mal an. Alle Tiere aus der Transportbox holen. Hier auch alle Tiere aus der Transportbox holen. Dann gucken wir uns... Okay, beim Insel-Leguan. Da ahne ich, was das Problem ist. Die haben nämlich eine Gruppengröße von maximal 2 Tieren. Ein Männchen, ein Weibchen. Jetzt ist das Jungtier mittlerweile erwachsen. Den würde ich sogar einmal freilassen wollen. Dann müsste ich dann nochmal in die allgemeine Tierverwaltung reingucken. Dass wir es da nicht so übermäßig übertreiben. Ach, hier bei Wohlbefinden wollte ich gerade gucken. Beim Streifenskank, was ist da unser Problem? Sozialverhalten, das Tier hat ganz schön Stress. Ich ahne, womit es zu tun hat. Ich habe hier lediglich diese Scheiben, keine Einwegscheiben benutzt. Das ist natürlich doof, weil sich das Tier durch diesen Andrang hier ziemlich belästigt fühlt. Wo war der Kollege nochmal ganz genau? Da hinten. Gut, der kann sich da jetzt aber auch ein bisschen zurückziehen und sich beruhigen. Futterbeschäftigung im Gegen, das kriegen wir auch noch hin. Daran soll es doch nicht... Doch, daran soll es scheitern, Tatsache. Die kriegen dieses Futter hier. Nee, einmal zurück, bitte. Futterbeschäftigung brauchen wir, ne? Zack. Jetzt sind wir hier oben nämlich im grünen Bereich. Das heißt, wir haben jetzt 7 von 4 nötigen Punkten, um das Tier zu bespaßen. Das heißt, da dürften wir jetzt auch wieder ansteigen. Der Ernährungsstatus, Qualität der letzten Mahlzeit, da müssen wir die erstmal für erforschen. Da fehlt uns aber momentan ein bisschen die Geduld und vor allem das Geld und die Mitarbeiter für. Das kommt alles nach und nach. Und wie gesagt, der Besucheransturm, den wir hier im Europabereich haben, der ja frisch renoviert ist, durch den Afrika-Bereich wird das nochmal ein bisschen aufgeschoben. Das zieht sich natürlich nachher alles, wenn wir natürlich die Wege hier vergleichen mit denen hier. Ja, ist ganz klar, dass wir einfach eine Überbelegung der Besucher haben. Schon allein, wenn wir hier die Bären reinsetzen werden, und ich denke, es werden die Bären, ist das Problemchen da. Beziehungsweise, warte mal, ich habe eigentlich gerade eine recht coole Idee. Mein anderer Kopfhörer hat sich gerade verabschiedet. Ich höre jetzt erstmal nichts mehr. Das finde ich aber maximal unangenehm. Ich liebe Technik, wenn die funktioniert. Oder eben auch nicht. Gibt so Tage, da möchte ich einfach mal in den Monitor boxen. Wie sehe das aus? Immer so hypothetisch den Fall gesetzt. Wir haben jetzt diesen Hügel da. Und wir nehmen uns die Ecke hier für die Bären. Und sagen, hier kommt Wasser hin. Ja, wir machen hier ein Becken. Eine Art Wassergraben, aber halt für den Bären beschwimmbar. Die Idee kam jetzt gerade recht spontan. Hier hinten kommt das Bärenhäusle rein und wir setzen uns hier nochmal eine Aussichtsplattform ungefähr hier so per Glasscheibe, dass man halt auch nochmal einen relativ nicen Blick auf die Tiere hat. Sagen wir so, hier vorne den Wassergraben wäre ja schon mal eine Möglichkeit, das Gehege recht interessant zu gestalten.
Hier oben friemeln wir uns einen kleinen Bachlauf rein mit einem Wasserfall, der hier runterläuft. Das Ganze gestalten wir dann auch wieder im ähnlichen Stil wie hier ringsum. Und jetzt kommt der Clou. Wir werden das hier so gestalten. Und hier so. Dass wir die Höhenunterschiede quasi als Gehegebarriere haben. Hier zum Beispiel. Einen Trennwassergraben hin. Da müsste ich aber noch mal ein bisschen schauen, wie ich das am unklügsten mache. Und wir bauen das so, dass die Höhen unsere Barrieren sind. Das heißt, hier auf diesem Felsvorsprung würden die Alpensteinböcke lang wuseln. Vielleicht auch die Dahlschafe, ich weiß noch nicht genau. Das Ganze mit Felsen einfach ein bisschen auskleiden, dass wir so eine Art Gebirgslandschaft haben. Und hier dann das Bärengehege angrenzend. Ich glaube, das könnte interessant wirken. Und das Ganze werden wir mit einem leichten Zaun abgrenzen, dass man halt immer noch eine erkennbare Gehegetrennung hat. Ich glaube, das könnte ein echt interessantes Konzept werden. Beziehungsweise könnte man die Tiere dann auch von der Seite so halb betrachten, wenn wir hier so eine Felskulisse dran basteln und die hier oben so lang stolzieren. Hier mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, da müssen wir mal gucken, dass das nicht zu arg in eine Richtung übergeht. Das kriegen wir aber hin, oder? Wer sind wir denn? Hier kommt Wasser rein. Setzen wir das mal hier hin. Der kommt nach da. Der kommt nach da. Der kommt nach hier. Der kommt nach da. Der kommt dorthin. So, jetzt müsste ich theoretisch, da ich diesen Bereich wasserdicht gemacht habe, so allein von der Spiellogik her, genau, hier Wasser reintun können. Was theoretisch bedeutet, die Bären könnten hier unten lang schwimmen, am Alpensteinbock vorbei. Was wir natürlich nicht zulassen werden. Ne? Wir sind die Guten. Wir sagen, Moment, warum kann ich das jetzt nicht durchsetzen? Ist dieser Zaun etwa wasserscheu? Was ist denn da los? Setzen wir den einmal hier hin. Und den setzen wir uns hier hin. So, dann kommt der nach hier. Der kommt nach hier. Kulissentechnisch ist das natürlich echt bescheiden. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ne? Dann machen wir in beide Richtungen einfach den Kletterschutz. Warum ist denn das hier so komisch? Finde ich ja irgendwie nicht so dufte.
Okay, dann schieben wir. Okay, das passt auch nicht so ganz. Machen wir da einen Baumstamm oder irgendwas hin, dass das einfach hübsch aussieht. Genauso wie hier, dass wir es einfach so ein bisschen dammmäßig abgrenzen. Alpensteinbock können wir nur mit Alpensteinbock zusammensetzen, ne? Alpensteinbock. Ist ein ziemlich einsames Tier. Was hat denn das für eine Gruppengröße? Ein Männchen, 19 Weibchen, läuft bei dem Dude. Ist ja ein krasses Tier. Dann muss ich mir nur überlegen, wie ich das mit der Unterkunft fürs Tier mache. In dem Falle müsste ich hier gucken, dass ich hier nochmal eine Abgrenzung mache. Beziehungsweise hier irgendwie eine Wendeltreppe bis nach unten zur Tierpflegerhütte reinzimmer. Gott sei Dank keine schwierige Aufgabe. Macht man ja im Schlaf, ne? Manchmal hasse ich mich für meine Ideen. Das ist ganz häufig der Fall. Kommt hier oben eine kleine Alpenhütte hin, wo die schlafen können. Und theoretisch können wir... Ich fange schon wieder mit theoretisch an, ne? Hier noch eine Hütte hinsetzen. Also so eine kleine Höhle, wo die einfach noch ein bisschen so Rückzugsmöglichkeiten haben. Setzen wir uns hier nochmal eine gewisse Höhe. Ich habe kulissentechnisch hier schon eine echt geniale Idee. Wir werden hier so eine Felswand gestützt von großen, großen Holzpfeilern setzen, die vielleicht sogar bis hier drüben auf die andere Wegseite gesetzt werden und wir dann einfach noch so mit Efeu so ein bisschen hantieren. Hier aus den Steinen, aus den Felsvorsprüngen werden auch so ein paar Büsche rausragen. Der hat nur eine andere Bombe an der Seite noch gesetzt. Der wächst also ein bisschen schräg dran. Ich bin da kreativ gerade voll am Austoben. Und das wäre eine echt nice Idee, wie wir wirklich... Hallo, ihr lieben DNA-Teile. Hallo. Das wäre eine Option, wie wir einfach beides hier mit reinkriegen können, ohne auf eins von beiden zu verzichten. Die, weißt du, wir fragen uns wochenlang, was nehmen wir rein, Bären oder Alpensteinböcke, und ich sage einfach jetzt, beides. Es gibt immer einen Ausweg aus jedem Problem. Ich muss mal ganz kurz den Kaffee gegen ein bisschen Flüssigkeit tauschen. Wie geht's? Was geht? Was geht? Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tarzanform. Was geht? Und ja, wir haben erstmal ein bisschen weitergebastelt, haben ein bisschen geguckt, haben ein bisschen gemacht, ein bisschen geplant, so typischer Mittwoch, ne? Da geht nicht viel und momentan versucht mich meine Allergie gegen alles einfach zu killen. Ich fühle mich schon ganz dehydriert. So. Genau, hier oben will ich immer platt machen. Und momentan plane ich ein wenig das Alpensteinbockgehege in Zusammenhang mit dem Bärengehege. Was, ich glaube, ein ganz krasser Durchbruch für mich ist. Okay, pass auf. Ich cheate jetzt mal ein bisschen. Wir machen gebogene Gefälle. Und ich baue mir jetzt hier eine verdammte Wendeltreppe ein.
Und die wird so unterirdisch, dass man in Jahrzehnten noch davon sprechen wird. Na, wo ist es denn? Und wo ist denn mein restlicher Weg? Na, wo will ich denn ankommen? Tada! Und jetzt können die Tierpfleger hier einmal hoch. Wie gesagt, ist ein bisschen geschummelt. Und wir kommen dann hier bei dem Alpensteinbockhaus wieder raus. Ja, die Allergie, die ich ja laut Allergiezentrum nicht habe, kriegt rein. Aber man muss hier raus. Schlimmer noch, die kommt hier rein, die Allergie. Ich habe auch an Allergie alles mitgenommen, was geht. Hausstaub, Pollen, Gräser, Heuschnupfen, Tierhaar. Ich bin bestimmt auch manchmal gegen Luft und Arbeit allergisch. Also wenn ich das Haus verlasse, versucht mir alles von der Natur einfach umzubringen. Ich sag's euch, das ist schon mutwillig. Und dann gibt's da meinen jüngeren Bruder, der hat kaum Allergien. Deswegen sage ich immer ganz gern, ich fühle mich immer wie der etwas misslungene Prototyp, was so im Nachfolgemodell einfach alles ausgebessert wurde. Danke dafür. Ich bin auf Nadelbäume allergisch und wohne auf dem Land. Wir hatten auch das Thema. Also ich fühle wirklich mit dir. Das Thema Wohnung und Bäume vor der Wohnung. Weil ich an einer neuen Wohnung gesucht hatte damals, so letztes Jahr, und geguckt hatte, dass ich eventuell eine Wohnung kriege, wo nicht unbedingt ein Baum vor der Tür steht, gegen den ich allergisch bin. Damit, wenn ich das Fenster aufmache, ich nicht jedes Mal, naja, so klinge. Das Ding ist aber, es gibt wirklich wenig Bäume, gegen die ich nicht allergisch bin. Ist also ein bisschen schwierig, ne? Aber wisst ihr, ich sag mal so, es könnte alles so viel schlimmer sein. Ist unangenehm, gestehe ich gerne ein, aber es könnte definitiv alles viel schlimmer sein momentan. Ich erfreue mich relativ guter Gesundheit. Es ist nichts Ernstes, von daher machen wir hier Jans hier Schilden. Ne? Was ich gerade versuche, ist hier einen Bachlauf anzulegen. Da machen wir jetzt einfach mal. Ich würde tatsächlich den hier nehmen. Zack. Nein, die Scheibe war einfach zu viel des Guten. Da ist mit mir einfach mal ein bisschen die Fantasie durchgegangen. So, kriege ich das jetzt hier oben einmal befeuchtet? Nicht so richtig, ne? In dem Fall muss ich einfach konsequenter mein Tun durchsetzen. So, klappe die zweite. Ja. Dann möchte ich nämlich hier einen kleinen Wasserfall anlegen, wo das Wasser hier runterläuft. Hier oben natürlich die Viewing-Plattform mit Glasscheiben. Die kann ich auch erstmal anskizzieren. Da könnten wir uns dann zum Beispiel am Samstag oder am Sonntag drum kümmern. Momentan einfach viel zu viele Bauprojekte. Ne? Sonntag würde ich wieder gerne ein Lego-Modell bauen. Danach würde ich mich tatsächlich diesmal auf Planet Zoo einigen, dass wir sagen, dass das Planet Zoo einfach konkret danach weiterläuft. Ich will halt nur nicht zu viel bauen, sonst ist irgendwann mein Maß an Kreativität ausgeschöpft. So. Dann lassen wir das in dieser Rundform einfach mal so stehen, machen dann ein hübsches Dach drauf. Wir machen hier links und rechts überall noch so ein paar Steinchen mit dran. Hier unten noch ein
Abstieg ins Wasser für die Bären, das ist natürlich auch hier noch ein bisschen tiefer gesetzt. Und eventuell, wenn ich richtig, richtig Bock habe und richtig, richtig gut drauf bin, dann könnten wir hier auch ein Unterwasser-Viewing setzen. Gleich hier drunter. Möglich wäre es. Jetzt ist die Frage, macht das denn Sinn? Ich weiß nämlich noch nicht, welche Bären rein sind. Entweder Grizzlybären oder Isabelbären. Oder, ne? Alles nicht so einfach. Dann hier noch ein bisschen mit Pflanzen nachsetzen. Wir haben ja auch so viel verschenkten Platz, ne? Gestalten könnten. Aber ist wahrscheinlich wieder einer von diesen Tagen, wo Intelligent und ich einfach getrennter Wege gehen. Ist aber auch ein bisschen kompliziert gemacht hier. Ich würde eigentlich ganz gerne... Moment, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich wollte Tunneln aus. Ich habe einen kleinen Zwischenweg setzen. Passt schon, oder? Wobei eigentlich könnten wir auch den Weg hier setzen. Eigentlich brauchbar aus. Und dann würde ich auch hier oben einfach, also wirklich ganz einfach, schlicht und ohne jeden Aufwand einfach nochmal eine kleine Aussichtsplattform, eine erhöhte Aussichtsplattform setzen. Dürfte eigentlich nicht schaden. So, und jetzt... Moment, ich wollte... Hallo, Wegetool. Tust du mir mal einen Gefallen und machst, was ich dir sage? Nee, das ist ja doof. Warum sollte ich denn sowas machen wollen? Weil ich immer noch gebogene Gefälle anhabe, ne? Eigentlich sollte der hier auch irgendwann mal so einrastern. So Rasterkanaster. Mhm. Funktioniert ja richtig supi, ne? Mann. Manchmal bringt mich dieses Spiel auch so minimalistisch um den Verstand. So. Und so. Wir haben natürlich den leichten Nachteil, dass wir hier jetzt eine Blockhütte hinbauen können. Und eine Treppe haben. Das heißt, wir können hier nicht die Rollstuhlfahrer hochbringen. Noch nicht. Wir arbeiten daran. Aber es wird schwierig. Das kann ich nicht leugnen. Dann hier halt noch verschiedene Bäumchen dran. Hier auch. Und natürlich auch hier hinten. Ist ja alles irgendwie logisch, ne?
Zack, und hier nehmen wir einfach mal wen anders. Den da hinten, den habe ich gerade aus der Ferne gesehen, der sah ganz gut aus. Die können wir hier auch noch ein bisschen mit zwischenarbeiten dann. Dann wird das. Oder? Ich denke doch. Hier müsste ich noch mal ein bisschen nachbessern. Und das Bärenhaus. Das müssen wir ja auch noch mal ein bisschen... Oder für das Bärenhaus müssen wir hier ein bisschen begradigen. Das heißt, da wird eine leichte Nacharbeitung des Geländes nötig sein. Und das werden wir dann zusammen... Oder da werden wir zusammen einen Wirtschaftsbereich für die Wisente, die Wildschweine und die Grizzlybären anlegen, dass wir hier so einen stufenweisen Wirtschaftsbereich haben. Das wird auch, glaube ich, ganz interessant. Da haben wir wieder ein bisschen Fläche genutzt, die bisher verwehrt geblieben ist. So, der kommt dahin, der kommt wieder weg, auch wenn es cool aussieht. Wobei, den können wir eigentlich mit Onkel Gizmo, ich meine Frank, hier dran setzen und haben den auch noch mal ein bisschen erhöht. Das hier oben können wir allgemein noch mal auskleiden mit Fels und Pflanzen, dass wir auch ein bisschen Hintergrundkulisse haben. Ich glaube, das wird richtig cool. Den Zaun nehmen wir fürs Erste wieder weg. Machen hier das Wasser raus. Und dann bearbeiten wir hier einfach mal das Gelände, nicht wahr? Warum nicht? Gelände ist immer gut. Das Gelände, das Gelände. Das Gelände, was wir lieben. Dann werden wir hier mal eine ordentliche Wassertiefe anlegen. So. Und hier hinten einfach noch mal ein bisschen tiefer. Schwimm- und Tauchbereiche sollten mehr als genügend gegeben sein dann. Wenn wir uns jetzt mal den allgemeinen Wasserpegelstand angucken. Das wäre natürlich auch eine brauchbare Option. Diese Wasserhöhe. Oder eben diese Wasserhöhe. Dann hätten wir natürlich wieder ein bisschen mehr Landbereich. Eins höher oder so bleiben? Ich frage jetzt mal so in den Chat. Chat, was sagst du? Du, Chat. Höher oder niedriger? Höher, ja. Okay, dann machen wir höher. Man hat der Bär noch mehr zum Tauchen. Ist ja auch ganz schön. Und wir müssen dann hier einfach mal gucken, dass wir das erstmal begradigt kriegen, dass das einigermaßen gut aussieht. Dass wir dann hier den Zaun noch durchsetzen. Den Wasserfall. Und dann haut das schon hin. Interessant. Den Biber könnten... Wir haben doch da noch so eine Anlage, oder? Für die zwei mit ein bisschen Wasser drin. Rein theoretisch. Rein theoretisch könnten wir doch die Biber noch mit reinsetzen. Na, ist ja der Europabereich, ne?
Aber ja, ich gebe euch recht, hoch sieht schon nicht schlecht aus. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen upscalen. Wir setzen einfach mal ein paar Steinchen. Sekunde. Um Himmels Willen. Da ist mir gerade mein Gehirn weggeflogen. Au. Mein armes kleines Gehirn. Da ist schon nicht so viel vorhanden. Und dann das. Da habe ich mal erwähnt, dass ich Allergien hasse. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich würde die Anlage hier echt gerne mit natürlichem Fels anlegen. Das heißt, dass wir uns hier mal von dem Kunstfels verabschieden. Dass ich den jetzt mal sagen würde, ne? Das ist Wahnsinn. Und wir schauen einfach mal, dass wir das hier versuchen, so formschön wie möglich einzuarbeiten. Da kommen natürlich nachher noch andere Steine zwischen, die das ein bisschen ausgleichen sollen. So, hier drehen wir den mal so ein bisschen ran. Wir müssen das auch so gestalten, dass die Steinböcke da nicht runterspringen können. Das heißt, im Idealfall haben wir oben einen Überhang. Ich sage im Idealfall, das wird nicht zu 100% machbar sein. Irgendwo sind uns halt auch Grenzen gesetzt. Aber wir können zumindest, ich mir das jetzt hier so angucke, den ein oder anderen Vorsprung nutzen. Beziehungsweise wir könnten, wenn wir das hier so drehen, wenn wir uns das mal so drehen, wie wir es wollen, ne? Und hier dann einfach rein. Halt eben so, dass die obere Kante wesentlich weiter vorsteht, als es die unteren Steine tun. Damit die Steinböcke halt nicht so die ideale Plattform haben, um wie bei einer Treppe runterzulaufen. Man muss denken wie ein Steinbock. Und nach dieser Lux-Geschichte. Ich bin ein bisschen vorgeschädigt. Ich kann es nicht anders sagen. Das Trauma sitzt auch ziemlich tief. Zack. Und zack. Da können wir es auch wieder ein bisschen Pflanzen zwischentun. Efeu. Vielleicht können wir auch hiermit noch so kleine Zente setzen, die ein wenig rausschauen. Oder hiermit beispielsweise hier so kleine Vorsprünge. Da müssen wir mal gucken. Ist jetzt nicht so mein Nonplusultra an Fachgebiet, also keines meiner größeren Stärken. Also, dass wir hier zumindest ein annehmbares Ergebnis rauskriegen. So, dann
Machen wir den hier einfach mal schräg. Und gucken mal. Efeu. Wir suchen Efeu. Würde ich einfach mal den hier probieren. Und den können wir jetzt, wenn ich mal die Winkelausrichtung ausmache, Stück für Stück anpassen. Und hier entlang zaubern. Schön aneinander angrenzend. Ruhig auch ein bisschen nach oben, dass wir halt die Deckenhöhe mitnehmen, da die variiert. Und da immer noch mal ein bisschen nachbessern. Und dann gucken wir, dass das hier nicht allzu weit nach unten rutscht. So, das wäre eine Möglichkeit Nummer 1. Und dann sind wir einfach voll die coolen Typen und sagen, ich hätte gern einen Baumstamm. Dann nehmen wir uns hier ruhig mal die ziemlich breiten. Setzen wir uns jetzt hier rein und die stützen das Ganze. Die stützen quasi unsere These. Wenn ich die denn richtig gesetzt bekomme. So. Das ist ein Part. Hier unten können wir auch ein bisschen pflanzen. Ich denke da an beispielsweise dich und dich und dich und dich und dich. Jetzt mache ich hier mal Steuerung D, nehme die einfach mal mit. Fliege wieder rüber zu meiner kleinen Baustelle. Kommst mal hier unten ran. So. Und natürlich hier unten an den Baum, da wächst sowas immer ganz gern. Das darf auch ruhig mal ein bisschen auf den Fußweg rüber wachsen. Das ist gar nicht weiter schlimm. Das kann auch hier unten ran. Das ist ein Felsvorsprung. Und natürlich da oben zwischen. Beziehungsweise hier drüben. Da ist das auch okay. Hauptsache, wir haben die Ecke ein bisschen gepflanzt. Und dann können wir hier dieses Fuchskraut auch gerne noch mit zwischensetzen. Und ein, zwei kleine Brennnesseln. Ich glaube, das würde so für den letzten Touch in der Ecke sorgen. Setzen wir uns hier ein bisschen dran, ein bisschen in den Erdboden gesetzt. Hier und da. Warum nicht, ne? Wir haben davon mehr als genug und die sind natürlich auch aus eigener Züchtung, ne? Das ist ganz klar. Die sind alle hausgemacht. Rezept gibt es an der Kasse gegen ein gewisses Entgelt. Und so in dem Stil würde ich das hier gerne weiterführen. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich zum Beispiel hier diesen Felsvorsprung auch gerne als diesen nehmen würde. Dass wir hier einmal so drum rumbauen. Das Ganze mit Säulen halten. Und damit dann unten noch so ein kleines Info, so eine kleine Infomine quasi reinsetzen. So, der Baum kommt hier noch ein Stückchen hin. Jetzt würde ich mir zum Beispiel meine Baumstämme erstmal wieder nehmen.
setze mir den einmal nach hier. Einmal nach hier. Nach hier. Dann nach hier. Nach hier. Und nach hier. Den können wir ja ruhig noch ein bisschen rausziehen. Ja, vielleicht ein bisschen weit hinten gesetzt. Den können wir auf der anderen Seite auch nochmal ziehen. Bei solchen Höhlen kann man eigentlich nie genug Stützträger haben. Dann kommen natürlich hier drüben die Erdmännchen rein. Also hier haben wir dann die Erdmännchen. Das wird auch ganz, ganz süß. Hier dann die Alpensteinböcke drauf. Da dann die Bären. Und dann haben wir doch schon mal eine recht schöne kleine Kulisse zusammengekriegt. Bei denen wir hoffentlich auch die Besucher wieder ein bisschen auseinandertreiben können. So, der kommt dann zum Beispiel hier mit hin, der kommt nach da. Aber halt so, dass die Steinböcke nicht rauskommen und die Grizzlies nicht rein. Das ist mir wichtig. Versuchen hier noch eine leichte Treppe runterzusetzen. Mein Gott, kleine Sprachproblemchen hier. Und hier würde ich gerne versuchen, die Betonung liegt auch versuchen, genauso wie ich das hier vorne versuchen möchte. Da kommt es aber ein bisschen drauf an, wie das Spiel mitspielt. Ich möchte hier gerne mal filtern nach Art. Es gab doch diesen Alpensteinbock-Felsen, ne? Den möchte ich eigentlich hier vorne haben. Und einmal da oben. Ich weiß halt nur nicht, welche Größe der hat, um zu gucken, wie ich das Terrain in dem Sinne bearbeiten muss. Das wird natürlich schwierig. Naja, naja. So, bitte nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube, ich mache auch gleich Feierabend, weil der Schnupfen mit der Nase wird irgendwie immer wilder, immer schlimmer. Und ich denke, wird jetzt nicht so traurig, ihr seid jetzt nicht so traurig, wenn wir heute einfach mal eine kurze Session machen und uns dann am Samstag ausgeruht, frisch und munter wieder treffen, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Mit Samstag bin ich mir noch nicht 100% sicher. Ich würde mich Samstag aber melden, weil ich Samstag einen Termin habe. Ich bin da zur Beerdigung und ich weiß noch nicht genau, wie ich so drauf sein werde. Deswegen gucken wir einfach mal, wie es dann am Samstag aussieht. Ich würde euch dann einfach schreiben, ne? Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir hier mal in den Talk rein. Ich würde hier einfach mal speichern. So, zu speichern. Ja, überschreiben.
wir haben ein paar nette Ideen zusammengetragen und uns ein bisschen mit dem Finanziellen heute beschäftigt. Ging jetzt nicht so lang, wie ich eigentlich für heute gehofft hatte, aber was willst du machen, ne? Steckst du nicht drin. Und so richtig im Flow bin ich heute auch nicht so minimalistisch angeschlagen. Da macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. So. Juti! In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und ich wünsche euch noch einen ganz entspannten Abend. Kommt noch gut durch die Woche. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns am Samstag und würde sagen, bis dahin, haut rein. Tschüss!